Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja diesen Satz, Handwerk hat goldenen Boden, dieses Sprichwort, das stimmen sollte, möge es stimmen, aber leider vielleicht auch darüber hinwegtäuscht, dass es an verschiedenen Stellen durchaus auch Probleme in den Handwerksbetrieben gibt. Und darum, das war ein Grund, warum wir uns gemeinsam mit diesem Antrag noch mal so einer schwierigen Gelenkstelle im Handwerk, nämlich der Frage der Übergabe eines Betriebes an die nächste Hand gewidmet haben. Ich glaube übrigens, dass man auch sagen kann, Handwerk hat grünen Boden, und zwar deswegen, weil die Bedeutung des Handwerkes in der energetischen Sanierung, in der Gebäudesanierung sicherlich überhaupt nicht unterschätzt werden darf. Wir haben in Nordrhein-Westfalen noch ungefähr 80% der ungefähr 8,5 Millionen Wohnungen in unserem Land, die energetische Altbauten sind. Das ist ein erhebliches Problem und auch sozusagen eine Verbindung zwischen dem Bau und dem Wirtschaftsbereich, weil das ein Problem ist nicht nur für diejenigen, die Eigner dieser Gebäude sind, sondern auch für die Mieter und Mieterinnen. Und ich glaube, wir sollten ein hohes gemeinsames Interesse haben, dass die Sanierungsquote in Nordrhein-Westfalen vorankommt und damit auch dem Handwerk, für das Handwerk Aufträge entstehen, Wertschöpfung entsteht, Arbeitsplätze gesichert werden in Nordrhein-Westfalen und am Ende auch klimapolitisch das Land den notwendigen Beitrag leisten kann, den es leisten muss. Wir haben eine Sanierungsquote in Nordrhein-Westfalen, die liegt unter 1% und müssen feststellen, dass 2/3 der Fassaden, 1/3 der Dächer ungedämmt sind. Also Sie sehen, die Maler, das Malerhandwerk, die Dachdecker, aber auch das Installateurshandwerk haben im Bereich der Heizungen, die nicht mehr auf dem Stand der Technik sind, enorm viel zu tun. Also, die Leistungsbilanz ist vom Kollegen Schmelzer ja schon vorgetragen worden. In der Tat, das Handwerk ist ein starker Wirtschaftspartner in Nordrhein-Westfalen. Viele Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen liegen im Bereich dieser kleinen und mittleren Unternehmen und es ist eben auch ein starker Partner in der energetischen Sanierung, in der Gebäudesanierung und insofern ein Zukunftsfeld und Aufgabenfeld, in dem wir Qualifizierung brauchen und in dem wir Betriebe brauchen. Nun ist es ein Problem inzwischen, dass Handwerksbetriebe nicht mehr von der einen Hand in die andere Hand übergehen, von dem Handwerksmeister in die Hand der Tochter des Sohnes, die selber Meister oder Meisterin sind, da gibt es stärker Brüche, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube deswegen, wir glauben deswegen, dass es gerade beim Betriebsübergang Sinn macht, als Land noch mal genau hinzugucken und die Frage zu stellen, wie können wir da behilflich sein, zum Beispiel auch bei Betriebsübergaben an Belegschaften, die bereit sind, in den Betrieb weiter zu investieren, weiter einzusteigen und damit auch ihren eigenen Arbeitsplatz zu sichern. Wir haben das bereits schon mal im Bereich der Genossenschaftsförderung mit in den Blick genommen, aber auch an anderer Stelle, wo es um Unternehmensnachfolge geht durch andere, nochmal gemeinsam mit dem Handwerk, das da natürlich viel Beratungsarbeit in den vergangenen Jahren schon geleistet hat, gemeinsam mit in den Blick zu nehmen. Und dann kommen wir zu dem Thema Meistergründungsprämie. In der Tat, auch das ist natürlich für Neue eine wichtige Frage. Wie kriege ich die Finanzierung eigentlich gestemmt, um überhaupt als Meister dann einen Betrieb übernehmen zu können, künftig ausbilden zu können? Da hat die Meistergründungsprämie sicherlich Gutes geleistet. Vielleicht können wir noch mehr leisten mit einem zinsgünstigen Darlehen, das von den Meister und Meisterinnen, glaube ich, dann angenommen wird, wenn es ein attraktives Angebot ist, das daneben gestellt wird. Und dann kann man noch mal vergleichen, was sind denn eigentlich jetzt die richtigen Förderwege auf die Zukunft. Es geht also nicht darum, jetzt da was wegzunehmen, sondern ergänzend was daneben zu stellen, durchaus aber auch mit der Fragestellung, ob damit nicht ein anderer Weg eingeschlagen werden kann. So, dann komme ich in der Tat, der Kollege Schmelzer hat es gesagt, zum Schluss. Ich wollte von meiner Seite aus, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen noch mal insgesamt danken, den Kollegen von der SPD für gute Zusammenarbeit in vielen gemeinsamen Anträgen, für sachliche Zusammenarbeit und ich glaube auch immer eine Zusammenarbeit, die getragen war vom Interesse daran, für das Land Nordrhein-Westfalen, für die Wirtschaft, für die Unternehmen, für die Menschen in Nordrhein-Westfalen das Beste zu erreichen. Und ich möchte den Kolleginnen von der Opposition danken für, glaube ich, einige Reden, in denen wir jedenfalls von meiner Seite aus leidenschaftlich gestritten haben, geguckt haben, dass die
Unterschiede dann auch wirklich deutlich werden. Ich finde, das steht einem Parlament gut zu Gesicht, dass es das tut. Das gehört dazu. Es ging aber immer fair zu, und dafür will ich Ihnen auch noch mal ausgesprochen an dieser Stelle Danke sagen.